Das heißt, kommen wir zum nächsten Schritt, zum Publizieren. Das heißt, ihr möchtet den Kurs oder ich möchte den jetzt so wie er ist erstmal ins Internet hochladen, ins Internet und anderen zur Verfügung stellen. Das heißt, es soll ein Open Source Projekt oder ein Open Course Projekt werden. Das heißt, ihr könnt es natürlich machen, indem ihr das Verzeichnis über eure Dropbox freigebt, aber, und das ist der Kardinalsweg, wie ich glaube, ihr könnt das auch über GitHub machen. Ich mache es mal, damit es nicht so unübersichtlich wird. Also ihr meldet euch auf github.com an. Dann gibt es, ich melde mich mal nicht ab, weil ich dann wieder so eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung eingeschaltet habe, leider. Die macht es ein bisschen komplizierter für mich, aber ihr meldet euch einfach an, erstellt Nutzernamen, Passwort und wählt euch dann einen Namen. Also mein Repo oder ich heiße hierunter einfach nur André Dietrich. Das ist mein Login. Und praktisch ist hier auch meine Liste von Repositories, das heißt einfach Projekten, die ich wie irgendwie geartete Open Source Projekte, wo ich beigetragen habe oder wo ich mal irgendwas gemacht habe oder je nachdem. Das heißt, ihr habt hier dann immer so die Möglichkeit, Plus hinzuzufügen. Ich möchte ein neues Repository erstellen. Das nenne ich mal Lia Basics. Kann auch eine Beschreibung dazu angeben, zum Beispiel so als kurze Info. Basis Kurs zu Lia Script. Ich möchte es nicht mit einem README initialisieren, das kann ich getrost weglassen. Das Ganze soll öffentlich sein, für jeden zugänglich und ihr könnt. Das ist der Vorteil, wenn ihr Lia Script nutzt, das Ganze mit eurer eigenen Lizenz verteilen. Das heißt, ihr könnt dieses Projekt und dieser Kurs, der liegt nur bei euch im Repository. Also der gehört praktisch euch. Ihr könnt eure eigene Lizenz wie auch immer wählen. Ich nehme mal Creative Commons und erstelle dann dieses Projekt. Das heißt, wir haben ein neues Projekt angelegt, André Dietrich, Lia Script Basics. Darüber ist praktisch dieser Kurs zu finden. Aber hier fehlt tatsächlich noch unser README MD. Eine Möglichkeit wäre, ihr könnt tatsächlich hier eine neue Datei anlegen mit Namen, wie auch immer, und dann praktisch hier euren Kurs editieren, aber dann nur mit dieser GitHub-flavored Markdown-Syntax. Also hier habt ihr auch diese Preview, aber nicht das, was Lia Script euch noch dazu zusätzlich bietet. Deswegen lassen wir das mal weg und kopieren einfach mal diesen Link auf das Basis-Repository. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Na, nehmen wir es mal raus. Da ist der Link. Also hier bei GitHub, das Ganze auf GitHub zu publizieren. Also was ihr zum Beispiel machen könnt, es gibt immer diese magische Tastenkombination Steuerung Shift P. Und hier könnt ihr über allen Menüs und Programmen suchen. Das heißt, wenn ihr irgendwas zu Lia Script sucht, dann einfach Lia Script angeben. Da gibt es A mit der Tastenkombination Toggle oder hier ist zum Beispiel zu GitHub. Push-Clone, das sind die Sachen, braucht ihr jetzt vielleicht gar nicht mal so zu wissen oder sowas. Aber das heißt, es gibt die Möglichkeit so zu suchen. Hier bei GitHub, das ist standardmäßig mit integriert, also dieses Verzeichnis Basics, das möchte ich gerne auf GitHub publizieren. Das heißt, hier gibt es André Dietrich. So, mein Account. Das muss ich selber mal nachgucken, das hatte ich doch Lia Script Basics genannt. Mit einem Bindestrich dazwischen. Ich habe André Dietrich, Lia Script Basics. Was gibt es hier über HTTPS? Origin. Wir haben vergessen, das ganze Repo zu initialisieren. Das heißt, das ist noch gar kein GitHub-Projekt. Steuerung Shift P. Jetzt suchen wir mal nach Git init GitHub initialize. Das heißt, das ist mein lokales Projekt. Das soll jetzt erstmal initialisiert werden. Wir drücken einmal auf init und wir sehen,
Hier ist so ein zusätzlicher Folder oder so ein zusätzliches Verzeichnis hinzugekommen, .git. Das war es auch. Jetzt müssen wir hier natürlich noch ein paar Dateien hinzufügen. Das heißt, die sollten mit in unser Versionssystem zur Versionierung mit hinzugenommen werden. Ich glaube, das ist hier. Das Ganze ist dann einfach mit Doppelklick. Das heißt, die sind jetzt vorgemerkt, dass ich die ganzen speichere. Pixbaum, JPG, Mart und README. Das heißt, ich nenne, man gibt dem Ganzen sozusagen immer nur Art Info, was habe ich. Ich habe hier irgendwelche Veränderungen gemacht, aber hier ist es, was habe ich verändert, aber hier ist es zum Beispiel nur diese Initialisierung. Das heißt, Projekt initiiert. Das könnt ihr speichern. Projekt initialisiert. Das Ganze landet auf dem Master Branch. Und sozusagen, ihr könntet so jede Änderung, die ihr macht, könnt ihr dann auch mit Git speichern und das Ganze zu GitHub dann auch hochladen. Das können wir mal versuchen. Publish on GitHub. Das heißt Basics. Aber hier ist das, unser Verzeichnis ist Lia. Schauen wir mal nach. ES-Grid Basics. Oder. Ich hätte die gleiche Namenskonvention nutzen sollen. Machen wir es einfach so, wir bleiben mal bei Lia Basics, mal gucken, was passiert. Vielleicht lädt das dann hoch, hätte ich das andere gar nicht anlegen brauchen. Advanced HTTP, bla bla bla. Also das soll ein neues Projekt werden. Publishing Repository. Bin mal gespannt. Ein neues Repository gibt mit Basics. Na gut, das war jetzt nicht der Kardinalsweg. Aber ich hoffe, die Idee ist klar. Das wirkt, glaube ich, ein bisschen unbeholfen für mich, weil ich das Ganze immer mit diesen Konsolenbefehlen eigentlich mache. Ich nutze nicht den Editor. Also Git Status auf dem neuesten Branch. Git Log, was wäre das erste? Aha, Projekt initialisiert. Und so kann man das Ganze auch machen. Es passiert auf www.github.com/andre-mark. Basics. Also, wir schauen uns das Ganze mal an. Ach, da fehlt das HTTPS. Und hier wäre praktisch dieser Kurs. Ach so, natürlich. Und das Wichtigste, diesen Kurs wollt ihr natürlich mit jemandem teilen, ne? Das heißt, im Grunde ist es nur, wenn ihr das README nehmt, also ich möchte gerne, dass dieser Kursinhalt auch anderen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ihr geht auf dieses README, die jeweiligen Version. Also ihr könnt tatsächlich auch hier, wenn ihr eine Geschichte habt oder Branches, das heißt hier haben wir auf Master, aber es könnten hier unzählige Verzweigungen sein oder andere Versionen. Und ihr könnt auf jede einzelne, sogar geschichtlich auf jede eigene Änderung verweisen. Aber am besten ist es dann praktisch, das immer mit dem Master zu machen.
Das heißt, wir nehmen einfach diesen Link, kopieren den, gehen jetzt zu liaskript, da ist es schon, .github.io. Und führen diesen Link oder fügen den einfach hier ein. Das heißt, das ist euer Hauptprojektverzeichnis. Also entweder so, komplett auf diese, um auf diese README zu verweisen, diesen Inhalt. Oder aber ihr könnt auch einfach das so machen. Das heißt, hier wird standardmäßig der, das muss ich euch jetzt nicht sagen, der Master Branch genommen und dann das README dazu. Das ist als Default genommen. Und dann einfach Load Course. Ja, voilà. Und unser Kurs ist online. Das heißt, wenn ihr den teilen wollt, entweder über diesen Link oder aber über diese Kurs-URL, die hier oben ist. Das heißt, hier ist einfach nur die liaskript.github.io/Kurs und dann Fragezeichen. Und da ist im Grunde nur die URL eures Kurses drin. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn ein Kurs geteilt wird, dann ist es nur so, ihr teilt diesen Link, die Webseite öffnet sich. Und die Webseite, da läuft ein JavaScript-Interpreter, der weiß, aha, in der URL befindet sich ein Kurs. Ich gucke mal in mein Repository, oder ich gucke mal bei mir lokal nach, habe ich den schon. Ansonsten zieht sich euer Browser oder der des Nutzers in dem Sinne den Inhalt von GitHub und versucht ihn dann so darzustellen. Das heißt, und hier kommt es noch mit zum Hütchen, das heißt dieser Homescreen. Das heißt, hier wären zum Beispiel alle möglichen Kurse, die ich jetzt zum Beispiel habe. Und der aktuellste wäre jetzt dieser LiaScript Basiskurs. Das heißt, mit der Info, das wurde von André Dietrich erstellt in Version 0.0.01 und wir haben noch kein Logo eingefügt. Deswegen wäre das hier. Also das Ganze funktioniert praktisch jetzt out of the box. Das heißt, ihr könnt das Ganze wieder öffnen. Und der Vorteil ist, also das Ganze funktioniert auch auf dem Handy,